Jo, hi, hier ist Olli von Session Music Zeigerschaft von Surden Corso. Sur Corso, wie die Amis sagen. Und es ist nun wirklich schon wieder fast ein ganzes Jahr her, als ich den Amp auf der NEMM-Show oder vielmehr auf einer Verkaufsveranstaltung von Sur entdeckt habe. Und ich muss sagen, ich habe damals gedacht, okay, schick ist er ja. Und die Geschichten, die es von Sur gibt, gefallen mir sowieso alle sehr gut, besonders die Gitarren. Die Pedale sind Oberporno, die Amps auch. Der Badger, ich meine, ihr erinnert euch, habe ich mal ein Video gemacht. Das ist echt absolute Knaller, die Jungs verstehen. Es einfach Equipment auf den Markt zu bringen, das gut klingt und gut durchdacht ist. Ja? Und der Corso ist natürlich in einer Reihe zu sehen mit Amps, die man wirklich für zu Hause gebaut hat. Ne? Normalerweise hat man ja diese dicken Brocken, 50 Watt, 100 Watt für die Bühne, für den Proberaum. Viele Amps, die im Moment auf den Markt kommen, sind natürlich für zu Hause gedacht und sehen auch so aus. Ne? Ich meine, es ist ein sehr, sehr hübscher Amp, sehr, sehr gut gestylt und insofern ist es mal wirklich sehr, sehr interessant, das ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, vor allen Dingen unter dem Aspekt des Klangs, weil mir ist eigentlich egal, wie ein Amp ausschaut, außer dass ich mich darüber freue, in dem Moment, wenn ich ihn sehe, aber ich will natürlich, dass er gut klingt. Ja? Und es gibt so ein paar Eigenschaften, die wirklich Röhrenamps vorbehalten sind und in diesen Disziplinen macht der Corso wirklich eine unfassbar geile Figur. Also ich habe ihn jetzt eine bestimmte Stunde Probe gespielt, um mal ein bisschen zu schauen. Für mich ist es auch immer neu, wenn so ein Amp zu mir kommt, denke ich so, okay, kann der was und so weiter. Und ich muss sagen, da sind ein paar Features an Bord, die echt der Knaller sind. Also ich erkläre es euch mal. Natürlich haben wir es zu tun mit Drive für die Verzerrung und mit Power. Das heißt, wir haben kein Master-Volume-Amp. Der Amp ist wirklich Non-Master, hat aber einen Power-Attenuator. Das heißt, also die kleine Leistung von 5 Watt, die aber dennoch so laut ist, dass das hier im Videostudio wirklich Alarm ist. Also 5 Watt, ich hätte es nicht gedacht, ich hätte so 15 geschätzt. Ja, also 5 Watt hat er, lässt sich mit dem Power Attenuator runterregeln. Das heißt, ein wirklicher, echter Wohnzimmer-Amp, der aber nicht die Nachteile von so einem Master-Volumen-Amp hat, sondern eben es geht darum, dass das, was Röhren machen, dieses spritzig-dynamische, das, was ich versucht habe, mal zu zeigen im Intro, dieses, dass die Höhen mit dem Anschlag kommen und gehen. Ja, das ist genau das, was ich mag.
ist der Knaller. Vor allem merkt man, dass der Amp wirklich ganz, ganz hervorragend auf die Gitarre reagiert und das machen wirklich nur die Guten. Ich gehe mal auf die Bedienelemente, weil es ist sehr, sehr interessant, was diese ganzen Schalter hier bedeuten. Es ist nämlich so, dass man so ein bisschen gezeigt bekommt, wie so ein Röhrenamp funktioniert. Ich meine, müsst euch vorstellen, wenn ich das Gain beim Amp hochdrehe, dann wird in der Regel nicht nur die Verzerrung größer, sondern der Amp wird vor allen Dingen suppiger und fetter. Ja, das heißt, wenn ich dann natürlich bei höheren Gain mehr Definition brauche, dann bin ich oft gezwungen, mit einem Pedal zu arbeiten. Ja? Beim Corso ist es gewissermaßen schon integriert. Ja? Das heißt, er ist natürlich dafür gebaut, dass er diese ganzen feinen, warmen, offenen Blues-Sounds kann, aber auch praktisch so Classic-Rock-Sounds kann, bis hin zu wirklichen Heavy-Sounds, was ich echt nicht... Also es ist normalerweise sehr, sehr schwer, ne? Weil man hat ja nur einen Gain-Potty. Bei so kleinen Amps hat man halt ja keine Mehrkanaler. Und man muss dann schauen, wie mache ich es vom Gain? Ja, also will ich viel Gain haben, oft fangen dann an, die Amps zu suppen. Da muss man sich, wie gesagt, mit Pedalen helfen. Das ist hier anders. Ich zeige euch das mal. Ich gehe mal vielleicht mal noch eine Gain-Stufe rauf, um euch dann mal zu zeigen, was der Mitregler kann oder der Mitschalter kann. Ich gehe mal auf den Sound ohne Mit. Ja? Und wenn ich jetzt mit dem Gain hochgehe, dann wird das Ganze etwas zu suppig, um noch definiert zu sein. Ja, ich zeige euch mal. Ja, das ist ein bisschen matschig. Das ist der ganz normale Effekt, der dann auftritt, wenn man einen Amp einfach zu weit aufdreht. Aber der Corso macht jetzt Folgendes. Er hat diesen Mid-Boost und schon bekomme ich diese konkreten Mitten dazu. Ja, Achtung. Jetzt ist das Ganze ein bisschen mittiger geworden, ein bisschen nasiger. Jetzt kann ich zum Beispiel mit Preset oder mit etwas mehr Höhen arbeiten. Ja? Der absolute Knaller. Wenn ich jetzt mit runtergehe, und ich mach mal mit wieder raus, dann wird er so zum richtigen Blues-Amp. Ja. Kann ich hier runtergehen, wird er wieder wärmer. Der Knaller, ja? Wenn ich einfach durch die Filter oder durch die Schaltung einfach bestimme, wie der Amp zu sein hat. Ne? Okay, gehen wir nochmal von vorne. Ich habe hier Bright. Ich stelle mal auf Mitte, damit ihr das auch mal hören könnt im Video. So klingt es ohne Bright. Mit. Ja, das heißt, wenn mir der Sound ein bisschen zu klebrig ist, gehe ich mit Bright nach oben, dann kriege ich dieses Attack. Okay, mit habe ich schon erklärt, bedeutet nichts anderes als dass wenn der Amp sehr, sehr warm ist, diese fütternden Mitten dazukommen, dass das Ganze wieder definiert wird. Ne? Erstmal ohne. Dann mit, ja. Nicht zu vergessen natürlich, weil er jetzt ein bisschen dumpf ist, natürlich hier Presents. Ja? Legt so die oberen Mitten drauf und dann natürlich Gain für die Verzerrung vor der Stufe. Und wenn mir dann der Amp noch zu mittig wird, gehe ich einfach mit Deep hinterher und dann kriege ich einen wunderbaren High Gain Sound. Thank you.
ist der Hammer. Normalerweise, wenn ich halt die Filter nicht hätte oder wenn ich diese Schaltung so nicht verändern könnte, würde ich jetzt im Blues-Sumpf ertrinken. Das ist der Knaller. Ich gehe nochmal zurück auf weniger Gain, weil da wird er nämlich wirklich total geil für so angezerrte Geschichten. Das ist ganz lustig, weil selbst für mich ist es jetzt immer wieder neu, welche Nuancen dazukommen. Und ich mache das immer so, dass ich dann natürlich die Schalter verstelle und mir anhöre, was dazukommt oder was mir genommen wird. Und dann schaue, okay, was möchte ich haben? Und so bekommt man dann seinen Sound, wenn man ihn sucht. Das ist ein bisschen schwierig, aber es funktioniert. Ja? Mitten kommen dazu, mitten gehen weg. Natürlich auch die Klangregelung sehr, sehr wichtig, ne? für die Definition, wenn es mir zu dumpf ist, natürlich die Höhen rein, aber nicht um einfach nur mehr Höhen zu haben, sondern weil ich einfach das Spektrum hören will. Das ist ja. Also diese Höhen sind absoluter Knaller, das gibt es überhaupt nicht, dieses. Ich könnte wirklich stundenlang diese Verzerrung zuhören. Ja, ich krieg untenrum genau dieses herrlich weiche Drücken untenrum. Dieses. Und dann, wenn ich die Saiten streichle, dann wird es einfach nur obergeil klar. Ja. Und dann beim Humbucker wird es natürlich sehr, sehr schön rockig. Klassik-rockig ist der Knaller. Ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht von einem Amp, der im Prinzip in Anführungsstrichen nur Drive, Höhen, Bass hat und einen Power-Attenuator. Ja? Also Oberknaller, da haben die Jungs wirklich von Suhr genau überlegt, wie bekommen wir Flexibilität in den Amp. Und was ist genau das, was passiert, wenn man Amp zu weit oder zu wenig auftritt? Weil es geht natürlich auch so, dass wenn ich mit reindrehe und habe den Amp sehr wenig aufgedreht, klingt er natürlich auch nicht sehr vorteilhaft für das, was ich vielleicht spielen möchte. Ist er sehr mittig? Ist er mir ein bisschen zu hochmittig und da kann ich mit Deep nachlegen. Ja. Da kommt's. Nochmal zurück. Da ist er und schon bin ich wieder am Start. Wenn es dann wieder zu viel Gain ist, habe ich natürlich die Möglichkeit, den Gain runterzudrehen. Dann wird er mir aber wieder zu dünn. Wenn ich es aber nicht möchte, dass er dünn wird, mache ich einfach Gain schaltermäßig kleiner. Und schon bleibt er fett.
Hammer. Also ich muss sagen, ich entdecke immer wieder neue Nuancen. Und das ist genau das, was natürlich Röhrenems ausmacht. Ne? Dass man so weiß, okay, welcher Regler gibt mir, welcher Regler nimmt mir, was ist das, was mich in dem Moment, wenn ich den M spiele, einfach am Spielen halt und dann halt inspiriert. Das ist der absolute Knaller. Okay, der Power 808er funktioniert wunderbar. Ich gehe mal eine Gain-Stufe rauf, wollte ich gerade schon sagen, aber ich gehe mal zumindest auf ein höheres Gain-Level. Es ist oft so, dass manchmal so Power-Soaks, wenn man sie extern verwendet, dem Amp sehr, sehr viel Leben nehmen. Ne? Und ich habe das bei Suhr gemerkt, die Power-Soaks, die sozusagen in die Schaltung implementiert werden, die sozusagen Einfluss nehmen an verschiedenen Punkten der Schaltung, die funktionieren ganz wunderbar. Ja? Also ich kann es mal zeigen, ich gehe mal runter mit Power. Das, was ihr jetzt hört, ist, dass die Höhen und die Höhendynamik wirklich ganz genau gleich bleibt. Natürlich habe ich weniger Physik im Raum. Ne? Ich meine, die Box liefert weniger Luftbewegung, das ist ganz klar. Aber ich habe einfach die gleiche Höhendynamik auf den hohen Saiten. Ein bisschen Gain rund. Ich bin das wirklich sehr, sehr leise. Das heißt, der Peter muss nachher im Video das natürlich ein bisschen hochleveln. Hört er wieder meine Gitarre? Aber es ist wirklich so, es ist recht leise. Ich kann noch weiter runtergehen. Jetzt bin ich wirklich beim sogenannten Bedroom Level. Ja? Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz leise. Und ich habe trotzdem noch dieses geile, dynamisch spritzige des Amps. Das ist der Knaller. Wahnsinn. Ich gehe mal rauf wieder. Weil da ist es natürlich so, dass durch die höhere Leistung, oder ich meine, es sind nur 5 Watt, ne, aber es ist dadurch so, dass natürlich die Box getrieben wird und dass der Raum mit Schall befüllt wird, dass es reflektiert, dass es natürlich dann ansprechend ist. Das wird immer so sein, auch bei hohen Lautstärken. Deswegen spielen Gitarristen sehr, sehr gerne auch ein bisschen lauter, weil der Raum dann mitmacht. Ja, oder vielmehr die Bühne mitmacht oder die Halle mitmacht, wie auch immer. Aber so ein geiles Power-Soak in einem Amp habe ich bis jetzt nur beim Badger gehört. Ja, und das ist auch ein Super-Amp. Also insofern, Knaller hat funktioniert. Ich gehe mal schauen. Schon wieder fast am Ende. Ich habe euch heute den Suhr Corso gezeigt und wie ihr seht, der Amp lässt sich ohne Probleme in die Kamera halten, so leicht und so klein, es war 5 Watt. Ich habe mir jetzt erstmal an die Marshallbox gehangen, sind natürlich Vintage 30 Speaker am Start. Ich hätte noch eine Suhr Box hängen können, aber für die Vergleichbarkeit war es vielleicht ganz gut, mal die Box zu nehmen, die ihr auch aus den Videos kennt. Das ist mir immer ganz wichtig, dass man das auch kann. Vor allen Dingen müsst ihr unbedingt in den Laden kommen und den Amp spielen und auch vielleicht die anderen Suhr Amps, die wir haben, denn das macht einen Höllenspaß. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich sage tschüss.